Ich kann mich noch kurz vorstellen, ich bin von Haus aus eigentlich Kinderarzt, bin etwas eher in den Ruhestand gegangen und seit 5 Jahren an der Universität Bielefeld als Erziehungswissenschaftler tätig, beschäftige mich seit vielen Jahren mit Janusz Korczak. Der wichtigste Bezug von Korczak zu Berlin ist sicherlich sein Aufenthalt im Jahr 1907, hat er hier ein Jahr in Berlin hospitiert in vielen Kliniken Zunächst war die gemeinsame Schnittmenge zwischen meinem Beruf und der Beschäftigung mit Korczak eben dieses gemeinsame Feld Kinderheilkunde und Pädagogik. Heute möchte ich aber ausschließlich zur Pädagogik zu Ihnen sprechen und möchte etwas zur Partizipation des Kindes innerhalb des pädagogischen Verhältnisses sagen. Partizipation ist ja ein zumindest in Deutschland fast inflationärer Begriff. Vor allem in der Sozialpädagogik redet alle Welt von der Notwendigkeit der Partizipation. Und trotzdem meine ich, lohnt es sich, darüber auch vor allem im Kontext mit Korczak zu sprechen, weil Korczak fraglos der radikalste Theoretiker und Praktiker einer solchen Partizipation des Kindes ist. Ich sage das nochmal, weil ich mir das wohl überlegt habe, dass er fraglos der radikalste Theoretiker und Praktiker der Partizipation ist. Als Untertitel für meine Ausführungen habe ich ein Zitat des Erziehungswissenschaftlers Michael Winkler gewählt. Korczak gab den Kindern nicht nur eine Stimme, sondern er gab ihnen auch Macht. Und um Macht, die Macht, die den Kindern zugesprochen werden kann und werden sollte, möchte ich nun sprechen. Macht ist ja den grundlegenden Analysen des Sozialphilosophen Norbert Elias zufolge überall anzutreffen. Macht ist in allen Differenzen. Macht ist ein strukturelles Merkmal der zwischenmenschlichen Beziehung. Da um die Macht kommen wir nicht drum herum, der sind wir immer ausgeliefert. Und auch das pädagogische Verhältnis ist fraglos ein machtvolles Verhältnis. Worum es geht, ist zu verhindern, dass diese strukturimmanente Macht nicht in Herrschaft und in Gewalt ausartet. Und ein Mittel oder das wesentliche Mittel oder das Instrument, das zu verhindern, dass die Macht, die immer da ist, um die wir nicht herumkommen, nicht ausartet in Herrschaft und Gewalt. Darum lohnt es sich, über Partizipation nachzudenken. Infolge des fehlenden Beamers muss ich etwas die Struktur zwischendurch des Vortrags wiederholen, damit ich sie nicht unterwegs verliere. Ich möchte zunächst etwas sagen zur Partizipation des Kindes im Sinne von Korczak, was er dazu gedacht hat. Würde dann gerne den Schwerpunkt meiner Ausführungen über die Partizipation des Kindes innerhalb des pädagogischen Verhältnisses sprechen und würde dann in einem dritten Teil die Konsequenzen daraus, also Korczaks Beitrag zum Diskurs der Partizipation, ausführen. Korczak beschäftigt sich in dreierlei Weise mit der Partizipation des Kindes. Zum einen im Sinne der Partizipation am Gemeinwesen, also die Partizipation des Kindes innerhalb der Gesellschaft. Zweitens die Partizipation des Kindes im konkreten Leben des Dom Schirott und des Naschdom, also innerhalb der Waisenhäuser. Und drittens beschäftigt sich Korczak theoretisch und praktisch auch mit der Partizipation innerhalb des Erziehungsverhältnisses. Die ersten beiden Punkte, also die Partizipation am Gemeinwesen, möchte ich und auch im konkreten Leben des Dom Schirott möchte ich ein bisschen kürzer fassen. Es gibt zu. Entschuldigung, ein kleines Wort. Dom Schirott. Dom Schirott. Das Waisenhaus. Ja. Dom Schirott, ja. Gut. Zur Partizipation des Kindes am Gemeinwesen gibt es im Deutschen eine grundlegende Dissertation von Philipp Herrmeier aus dem Jahr 2006. Korczaks eigentliches Thema, schreibt Herrmeier darin, Korczaks eigentliches Thema ist die Veränderung des Generationsverhältnisses durch die Einsicht der Erwachsenen in die Ungerechtigkeit bestehender Macht- und Herrschaftsstrukturen. Korczak hingegen, arbeitet er dann heraus, vertritt republikanische Prinzipien,
indem er die Macht strukturell auch auf die Kinder im Sinne der partiziellen Selbstregierung und Selbstorganisation überträgt. Korczak fördert und fordert also die Teilnahme auch am Diskurs des Gemeinwesens. Korczak geht davon aus, dass jedes Kind von Haus aus ein demokratisches Empfinden hat. Korczak, ich darf ihn zitieren, sagt einmal, das klare demokratische Empfinden des Kindes kennt keine Hierarchie. Ein sehr elementarer Satz, der in der Konsequenz dann sagen würde, auch dass zumindest zu bedenken wäre, ob wir Erwachsene dem Kind die Hierarchie und hierarchisches Denken quasi implantieren, dass es von Haus aus demokratischer gesonnen wäre und sich bei uns Erwachsenen etwas abschaut, was ihm zunächst eigentlich nicht mitgegeben wurde. Korczak an einer anderen Stelle, ich zitiere, es gibt kein unreifes Heute, es gibt keine Hierarchie des Alters. Also Korczak fordert die Partizipation auch innerhalb des Gemeinwesens. Exemplarisch hat Korczak das in den beiden Waisenhäusern mit den Kindern gelebt. Die Kinder hatten eben über die Selbstregierung große Mitspracherechte, zum Teil sogar ausschließlich alleine durften sie das bestimmen. Und Korczak hat in seinem langen pädagogischen Leben, theoretisch und praktisch, eben die Erfahrungen gesammelt und die Erfahrungen auch gemacht, dass das Kind wirklich in der Lage ist, selbst das Heft in die Hand zu nehmen und die Gestaltung im Waisenhaus weitgehend selbst zu regulieren und zu organisieren. Und man könnte jetzt hier weiter ausführen, zum Teil ist es schon angeklungen in dem ersten Beitrag, die verschiedenen Einrichtungen, die Korczak gemacht hat, Kameradschaftsgericht, die Vollversammlung, die diversen Dienste, die die Kinder gemacht haben. Das sind alles Wege, in denen Korczak zeigen konnte, dass die Kinder eben am Leben im Waisenhaus partizipieren können. Korczak fasst es einmal zusammen und sagt, die Kinder, ich zitiere, die Kinder sollen selbst regieren. Wenn sie das gut besorgen, dann wird es ihnen gut gehen. Wenn sie schlecht regieren, dann wird es ihnen schlecht gehen. Und so werden sie sich bemühen, gut zu regieren. Sie werden vorsichtig sein, denn sie wollen ja, dass es ihnen gut geht. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, was ich besonders spannend finde, eben die Partizipation des Kindes innerhalb des pädagogischen Verhältnisses. Korczak geht davon aus, dass die Partizipation des Kindes am Erziehungsvorgang notwendig ist, und zwar aus drei Gründen. Zum einen steht für ihn fest, dass das Kind nicht erst ein Mensch wird, sondern bereits mit der Geburt ein Mensch ist. An vielen Stellen definiert das Korczak immer, er schreibt dann auch mal, einer der größten Fehler der Pädagogik ist es, dass sie meint, Erziehung sei die Lehre von der Erziehung des Kindes, Pädagogik ist die Lehre von der Erziehung des Menschen. Also für Korczak steht fest, dass das Kind von nicht ein werdender Mensch ist, sondern von Geburt an ein gleichwertiger und gleichberechtigter Mensch ist. Zweitens ist die Partizipation des Kindes für Korczak notwendig, weil Korczak aufgrund seiner Erfahrung sagt, dass der Erwachsene sich permanent maßlos in seinen pädagogischen Fähigkeiten und Möglichkeiten überschätzt. Aus dieser Überschätzung kommt es zu einem Circulus Viciosus, gleichsam, weil durch diese Überschätzung, die wird kompensiert durch eine Überforderung des Kindes, das Kind bleibt zurück, der Zugriff auf das Kind durch den Erwachsenen wird durch die Hilflosigkeit verstärkt und es ist ein negativer pädagogischer Circulus Viciosus, der darin gründet, dass wir Erwachsenen eigentlich uns permanent überschätzen. Und drittens ist es nach Korczak so, dass der Erwachsene übersieht und folgenschwer ignoriert, dass das Kind im Erziehungsverhältnis eigene und wesentliche Kompetenzen hat.
Für Korczak ist das Kind ein Experte in Sachen der Erziehung, auf die wir nicht verzichten können. Das sind radikale Thesen. Ich würde sie jetzt noch mal ein bisschen mit Leben füllen, mit ein paar Zitaten. Also das erste ist das Postulat von Korczak, das Kind wird nicht erst ein Mensch, sondern es ist ein Mensch. Ich darf zwei entscheidende Zitate dazu von Korczak bringen. Bereits 1899, da war er 22 Jahre alt, schreibt er, Kinder werden nicht erst Menschen, sie sind es bereits. Ja, sie sind Menschen. Und an einer anderen Stelle schreibt Korczak, ein Kind denkt nicht weniger, nicht armseliger, nicht schlechter als die Erwachsenen, es denkt allenfalls anders. Sie hatten das ja auch schon gesagt. Auf diese Erkenntnisse und Erfahrungen gestützt, stellt Korczak dann fest, dass es eben einer der schlimmsten Fehler ist, zu meinen, die Pädagogik sei die Wissenschaft vom Kind und nicht die Wissenschaft vom Menschen. Hinsichtlich der selbstverständlichen Kompetenz- und Machtansprüche und infolgedessen auch der Überschätzung kommt Korczak zu einem ziemlich ernüchternden, für uns Erwachsene ziemlich ernüchternden Ergebnis, was eine ziemliche Desillusionierung ist. Ich darf Korczak zitieren. Der Bigos, muss ich Ihnen nicht erklären, des pädagogischen Repertoires der Erwachsenen enthält, wörtliches Zitat, hinterwäldlerische Ansichten und Überzeugungen, die Psychologie einer Herde, Vorurteile und Angewohnheiten leichtfertiger Handlungsweisen, Fahrlässigkeiten, Faulheit, stupide Sturheit, Gedankenlosigkeit und Dummheit. Da muss man schlucken, wenn man das als Erwachsener sich nachsagen lassen muss. Und Korczak legt noch etwas nach an anderer Stelle und spricht hinsichtlich der pädagogischen Kompetenz der Erwachsenen von einem Kramladen voller Ängste und Warnungen, einem Marktstand moralischen Flitters, einem Ausschank denaturierten Wissens, das einschüchtert und einschläfert, anstatt zu wecken, zu beleben und zu erfreuen. Harter Tabak. Die Macht des Erziehers, sagt Korczak an einer anderen Stelle, ist größer als seine Kompetenz. Korczak erklärt, und das ist der dritte Punkt, dass es notwendig ist, das Kind partizipieren zu lassen, darin, dass er das Kind zum Experten in Sachen Erziehung erklärt. Ich darf das mit einigen Zitaten von ihm untermauern. Das Kind ist, schreibt er, das Kind ist ein vernünftiges Wesen. Es kennt sehr wohl die Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Hindernisse seines Lebens. An anderer Stelle, das erste und unbestreitbare Recht des Kindes ist es, seine Gedanken auszusprechen und aktiven Anteil an unseren, also an den Erwachsenen, Überlegungen und Urteilen in Bezug auf seine Person zu nehmen. Aktiver Anteil an unseren Überlegungen und Urteilen. Und an einer weiteren Stelle, das Kind lehrt und erzieht. Man darf das Kind nicht geringschätzen. Es weiß mehr über sich selbst als ich, als Erwachsener über das Kind. Denn das Kind befasst sich mit sich selbst in allen Stunden des Wachseins. Ich hingegen kann vieles nur erraten. Und dann kommt der zentrale Satz bei Korczak. Ohne Mitwirkung von Experten bewältigen wir das Ganze, und das Ganze meint hier die schwierigen Prozesse der Erziehung in der Gesellschaft, ohne Mitwirkung von Experten bewältigen wir dies Ganze nicht. Und Experte ist das Kind. So viel zu der Notwendigkeit der Partizipation. Korczak untersucht dann weiterhin, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Und das möchte ich an zwei Punkten zumindest im Sinne von Korczak verdeutlichen. Konsequenz aus einem solchen Partizipationsverständnis ist, dass das Kind ein gleichberechtigter Partner im Erziehungsverhältnis ist. Gleich zu Beginn seiner pädagogischen Arbeit im Waisenhaus stellt Korczak fest, das ist ein ganz zentraler Satz in seiner Pädagogik, Hausherr, Mitarbeiter und Leiter des Waisenhauses ist das Kind.
Hausherr, Mitarbeiter und Leiter des Hauses ist das Kind. Alles, was im Folgenden beschrieben wird, ist das Werk der Kinder und nicht unser Werk. Parallel zur Anerkennung der gleichberechtigten Partnerschaft des Kindes hebt Korczak folgerichtig auch jeden Standesunterschied zwischen pädagogischen, haushälterischen und technischen Mitarbeitern auf. Für Korczak war die Waschfrau eine genauso wichtige Erzieherin wie seine Mitarbeiterin Stefania Wilczynska als Haupterzieherin. Der Hausmeister hatte eine genauso wichtige pädagogische Funktion wie er auch. Die Partizipation hebt gleichsam auch die Rangunterschiede innerhalb der Mitarbeiter auf. Ich kämpfe darum, schreibt Korczak, dass es im Waisenhaus weder feine noch grobe, weder kluge noch dumme, weder reine noch dreckige Arbeit gibt. Ein sauber abgewischter Tisch ist genauso viel wert wie eine sorgsam beschriebene Seite. An erster Stelle im Erziehungsprozess setzen wir, schreibt Korczak, das Kennenlernen. Wir müssen vorsichtig und behutsam handeln. Uns, wir die Kinder und wir Erwachsenen, uns wachsam in Zusammenarbeit mit den Kindern bilden und erziehen. Wir Erwachsene müssen uns mit den Kindern in Zusammenarbeit bilden und erziehen. Dieser partizipative Austausch zwischen den Erwachsenen und dem Kind verringert pädagogische Rätsel und Fehler. Korczak, ich zitiere ihn nochmal, das Zusammenleben in diesem Sinne ist gestützt auf ein formelles Reglement und auf kreativ entwickelte Formen zur Regelung des täglichen Miteinanders. Kreativ entwickelte Formen zur Regelung des täglichen Miteinanders zwischen dem Erwachsenen und dem Kind. Und ein zweiter Punkt, dies war jetzt der Punkt, also die Gleichberechtigung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen im Erziehungsverhältnis. Und der zweite Punkt verschärft das Ganze dann noch etwas, indem Korczak postuliert, dass der Erzieher auch durch das Kind erzogen wird und erzogen werden muss. Korczak schreibt, hier, das ist ein Text aus den Sommerkolonien, hier gedeiht eine wunderschöne Arbeit zwischen den Betreuern und den Kindern und eine wunderbare Lehre. Die Betreuer lehren die Kinder und die Kinder lehren die Betreuer. Und sie alle werden von der Sonne und den goldenen Ähren belehrt. Der verständige Erzieher möge, so Korczak, nicht unwillig sein, wenn ein Kind etwas nicht versteht, sondern er soll nachdenken und forschen und dann, so Korczak, bei den Kindern anfragen. So erfährt er Lehre. Korczak, ein Zitat noch, wir erziehen euch, aber auch ihr erzieht uns. Jeder soll sich bemühen, sagt er den Kindern, jeder soll sich bemühen, seinen Erzieher gut zu erziehen. Und Korczak schreibt 1925-26 einen pädagogischen Essay unter der Überschrift Die Erziehung des Erziehers durch das Kind. Ein wichtiger, wichtiger Text. Ich komme jetzt zu einer gewissen Zusammenfassung. Was könnte Korczaks Beitrag zum Diskurs der Partizipation innerhalb des erzieherischen Verhältnisses sein? Über die Partizipation des Kindes am Erziehungsgeschehen erreicht es Korczak, das Kind aus dem Status nur Adresse von Erziehung zu sein, zu befreien und es selbst in das Erziehungsgeschehen eintreten zu lassen, es zur Mitentscheidung und zur Mitwirkung zu ermächtigen. Ich werde morgen, wenn ich Ihre Geduld nicht zu sehr strapaziere, diese Problematik etwas ausführlicher noch thematisieren wollen und darstellen, dass Korczak eigentlich einer der Ersten ist, der das Kind als sozialen Akteur in seiner Wirklichkeit darstellen möchte. Etwas, was jetzt in der Erziehungswissenschaft und der Kindheitsforschung aktuell sehr debattiert wird, dass das Kind eben sozialer Akteur ist innerhalb des Erziehungsverhältnisses.
Ein solches Verständnis setzt natürlich Voraussetzungen auch für die Partizipation. Und Korczak hat, wenn man seine Texte durchliest, mehrere Punkte herausgearbeitet, was notwendig ist, damit eine solche Partizipation möglich ist. Und ein erster Punkt wäre, dass wir Erwachsenen uns schlau machen, Erkundungen einstellen über die Notlagen, Bedürfnisse, Wünsche und Interessen der Kinder. Das wird man am ehesten erfahren im gemeinsamen Gespräch mit den Kindern. Diese Wünsche und Bedürfnisse, die sind in einem zweiten Schritt immer dem konkreten Umfeld zuzuordnen. Auf der Grundlage, sage mir, was dir jetzt fehlt. Nicht, was dir fehlt, sondern was dir hier und jetzt fehlt. Ja? Also die Fokussierung auf die konkrete Situation. Drittens ist dann notwendig, dass es zu einem Austausch von Interessen kommt zwischen den beiden Akteuren. Für Korczak gibt es also nicht nur den Erzieher als Akteur, sondern auch das Kind als Akteur. Beide haben Rechte. Ich spreche jetzt vermehrt über die Rechte des Kindes. Ich könnte auch einen Vortrag über Korczak halten, inwieweit er die Rechte des Erziehers stärkt und herausarbeitet. Ja, das ist und wenn wir beide als gleichwertige und gleichberechtigte Partner haben, dann muss es zu einem Austausch von Interessen, von Wünschen kommen. Man muss darüber miteinander verhandeln. Und der Begriff der Verständigung ist ein zentraler Begriff bei Korczak. Es geht nicht nur darum, hinzuhören, sondern es geht darum, sich mit dem Kind zu verständigen, den Verstand zu gebrauchen, das Kind auch in seiner Verständlichkeit zu akzeptieren. Das ist ein Sprachproblem zum Teil, nicht, dass man die Verständigkeit und die Sinnhaftigkeit der kindlichen Wünsche an sich herankommen lässt und dann eine Verständigung zu erzielen. Partizipation setzt voraus Freiwilligkeit und auch Öffentlichkeit. Wenn wir über Partizipation reden, dann ist das nicht sinnvoll, das jetzt nur in einem bipersonalen Verhältnis zu machen, sondern insgesamt im Gemeinwesen muss über Partizipationsmöglichkeiten gesprochen werden und die müssen auch freiwillig eingeräumt werden. Partizipation ist letztlich ein Austausch von einer Teilgabe von uns Erwachsenen, dass wir etwas geben, bereit sind, etwas zu teilen und einer Teilnahme des Kindes. Es gibt, so kann man das dann auch bei Korczak herausarbeiten, Stadien der Partizipation. Das Kind kommt nicht als partizipativ kompetentes Kind auf die Welt, sondern das bahnt sich an. Es sind Lernprozesse zunächst mal, die Korczak fordert und die dem Kind im Sinne eines Moratoriums in einer Freistellung gewährt werden müssen. Diese Lernprozesse führen zu einer Stärkung der Selbstverfügungskräfte. Also durch Freiräume, dass das Kind lernen kann, wird es selbst auch in seiner Selbstständigkeit, in seiner Selbsttätigkeit gestärkt. Und das ist die erste Stufe, die Partizipation ermöglicht. Diese Selbstverfügungskräfte, die weiten sich dann aus zu einer Selbstermächtigung, dass das Kind eben auch erfährt, dass es selbst in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Zunächst in weniger schwerwiegenden Bereichen, später dann sicherlich auch in größeren. Es kommt dann, das nächste Stadium ist, dass man sich über die Machtstrukturierung Gedanken macht, dass man eine Hierarchie abbaut, dass wir Erwachsene, die uns völlig selbstverständlich gleichsam zugewachsene Herrschaft über das Kind, ja, ich gebrauche bewusst den provozierenden Terminus Herrschaft, denn das Verhältnis von uns Erwachsenen dem Kind gegenüber ist eben weitestgehend ein Herrschaftsverhältnis. Wir sind die Großen, wir sind die Starken, wir haben das Geld, wir haben die Macht, wir haben die Möglichkeiten, wir können ein- und ausgrenzen. Und Partizipation lässt sich nur dann herstellen, wenn wir Erwachsenen bereit sind,
diese Macht zu strukturieren, in dem Sinne, dass wir Herrschaft weitgehend runterfahren und die Kinder an den Entscheidungen partizipieren zu lassen. Korczak selbst geht dann noch einen Schritt, der auch sehr wichtig ist und sicherlich im Rahmen dieser Tagung auch thematisiert wird, weiter, dass er sagt, es geht nicht nur darum, über Partizipation zu reden und Partizipation zu gewähren, sondern Partizipation ist ein Recht des Kindes. Partizipation ist für Korczak zu verorten in den Rechten des Kindes. Das Kind hat das Recht auf Partizipation, wäre eine Forderung von Korczak. Jetzt ist es sicherlich so, dass Partizipation nicht das Zauberwort für alle Dinge ist. Und ich würde wenigstens mit ein paar Sätzen noch sagen, dass Partizipation sehr wohl auch im Erziehungsverhältnis missbraucht werden kann und auch missbraucht wird. Ich möchte das in drei Punkten kurz sagen. Partizipation kann natürlich dazu dienen, dass man quasi durch so eine Teilpartizipation, vor allem in der Sozialpädagogik, in den Heimen, dass man den Kindern Rechte, den Jugendlichen Rechte zugesteht, dadurch lässt man den Dampf aus dem System. Ja, die kriegen Mitspracherecht, aber im Grunde haben wir alles doch geregelt, wie in der Schule auch. Wir geben den Kindern Rechte, die dürfen ganz viel machen. Aber wenn es an die Sache geht, wenn es ans Geld geht, wenn es an die Strukturen geht, dann haben wir Erwachsenen das längst gemacht. Und dadurch wird im Grunde Partizipation pervertiert. Man bietet etwas an, nennt das Partizipation, ihr dürft mitreden. Ich kann ein Beispiel, in den Kommunen gibt es Kinderparlamente und Jugendparlamente, ja, werden bezuschusst und die raten ein ganzes Jahr und die dürfen dann einen Kinderspielplatz festlegen, wo sie den haben wollen. Ich habe das selbst erlebt, ich erzähle aus der Praxis. Und dann haben sie ein Jahr lang parlamentiert und gehen dann an den Rat und sagen, ja, wir haben überlegt, ein Kinderspielplatz, ein Bolzplatz wäre da ganz schön. Und dann geht das in das Entscheidungsgremium der Erwachsenen und dann sagen die, ja, die spinnen ja völlig. Das ist ja Bauland, da kann ja kein Bolzplatz hin oder da wird eine Straße hergeführt. Und dann ist das ganze Jahr Kinderparlament, Partizipation, das ist weggepustet, ja, und löst sich in was auf. Und ein dritter Punkt von Partizipation, und den hatte Korczak, und das finde ich einfach spannend und genial an ihm, hatte er im Auge, unter der Partizipation oder unter dem Stichwort der Partizipation können sich Klicken bilden. Korczak hat erkannt, dass selbst in seinem Haus, in seinem Waisenhaus, wo eigentlich die Selbstverwaltung großgeschrieben war, dass sich unter dieser Selbstverwaltung Klicken bilden, Machtklicken, die eben auch wieder eine Herrschaft ausüben. Und Korczak hat mit einem genialen Trick, das unterlaufen, indem er alle Ämter, alle wichtigen Ämter im Waisenhaus hat auslosen lassen. Das ist die einzige Möglichkeit, in der man verhindern kann, dass sich Klicken bilden. Selbst in der Wahl kann man eben noch Leute kaufen, die einen wählen. Wenn ich aber lose, dann fällt wirklich das Los so und ich hebe die Machtklicke, die Herrschaftsklicke, die hebe ich auf. Also sehr weit nach vorne gedacht. Partizipation innerhalb des erzieherischen Verhältnisses gründet für Korczak in der Teilgabe von Macht, letztlich im Machtverzicht des Erwachsenen und in der Teilnahme des Kindes an dieser frei werdenden Macht. Präzisiert in der aktiven Teilhabe des Kindes an den machtvollen Entscheidungen des Erziehungsverhältnisses. Das Entscheidende ist, dass nicht nur über Partizipation gesprochen wird, sondern dass Partizipation so weit geführt wird, dass sie eine machtvolle Entscheidung bewirkt, ja, dass das Kind an Entscheidungen mitwirken kann. Nur so lassen sich Herrschaft und Gewalt eingrenzen und idealiter auch vermeiden. Korczaks zweiteiliger König Macius-Roman über das Scheitern einer Kinderrepublik lässt sich in diesem Kontext auch als ein Scheitern wegen verweigerter und mangelnder Partizipation lesen, auf beiden Seiten. Es ist auch
eine tragische Seite, dass die Kinder auch nicht partizipieren wollten mit den Erwachsenen. Also der König Martius wird immer nur in der einen Richtung gelesen. Man könnte ihn auch in der anderen lesen. Das scheitert auch daran, weil die Kinder nicht bereit waren. Sie haben sich auch überschätzt und haben gemeint, wir können das. Sie hätten mit den Erwachsenen partizipieren können. Also es ist nicht der Hauptstrang der Erzählung, aber auch möglich. Mit seinem radikalen Konzept der Partizipation gibt Korczak einem markanten Diktum, ich hatte es eingangs schon gesagt, von Michael Winkler, den Kindern also nicht nur eine Stimme, sondern er gibt ihnen auch Macht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.